Das ist so ein ganz interessanter Aspekt, weil wenn man so den Kwanje anschaut, in Liliane, dann ist mir das auf dem Tarasho-Festival, wo ich ihn dann so live gesehen habe, auch aufgefallen, dass da wie so eine Hinterebene in der Subkommunikation von Sprache zum Beispiel, dass man etwas nochmal so mitschwingen lässt bei Sprache, ja. Ob der das, sag ich mal, liebevoll sagt, aggressiv sagt, ob das jemand ist, der jetzt gerade verunsichert ist, und das hört man in der Stimme schon raus, in der Subkommunikation. Ist es beim Tanzen, habe ich so bei den beiden beobachten können, auch dass die in ihrer Tanzwahrnehmung, die man da spürt, die man da erspüren kann, was die da so teilen, die Lilian und der Quani miteinander, dass da nochmal etwas Tieferes dabei ist, dass, wenn man es live, würden die wirklich vor einem tanzen, ne, dass das wirklich so tief geht, dass das einen richtig mitreißt. Und das ist ja so im Endeffekt das, was du jetzt halt gemeint hast, bloß halt Genau das. als genaues Exempel halt wieder an den beiden. Und da ist das Interessante, man sieht das zwar auf der Kamera schon, dass die Leute vor Ort das voll feiern, weil die wahrscheinlich halt dann mitgerissen werden von dem, was die da energetisch aufbauen. Ilja Russo zum Beispiel, deutscher Lateinmeister, der hat so ein schönes Beispiel gehabt. Du musst dich beim Tanzen so wohlfühlen, dass dein wohliges Gefühl so viel wird, dass das auf andere überschwappt.